aber dafür den 13.12. auf jeden Fall in Berlin vormerken. Das ist einer der wichtigsten Termine in diesem Jahr, muss man einfach mal so sagen. Es ist auch nicht nur der Grund dieser Aktion, sondern auch die Bewegungen, die da zusammengehen. Das ist wirklich ganz großes Tennis, würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt so annähern, wir alle hier uns zusammen gegen den Bundespräsidenten auf die Straße gehen, was zwingend notwendig ist bei dieser Kriegsrhetorik, die dieser Mann wirklich an den Tag legt. Ich habe gar nichts gegen diesen Mann, aber die Scheiße, die der sagt, ist nicht auszuhalten. Da müsste jeder Deutsche auf der Straße stehen, weil das ist wirklich schon krankhaft pervers in meinen Augen fast, wirklich wahr. Und das als Pfarrer. Also vielleicht das als Pfarrer, da fehlen mir die Worte. Vielleicht hat Petram ja noch ein paar Worte dazu. Also wie gesagt, schaut euch an, Rebel Union Nummer 4, ist ja das neue Format von Petram, ist hammergeil. Die vierte Sendung schlägt voll ein. Ich sag nur, Stefan Liebig, Atlantikbrücke. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend zusammen. Jetzt fängt es an zu regnen, aber das ist halt so, das ist der Winter. Und weil leider die ganzen Probleme mit Krieg und Kriegspolitik nicht aufgehört haben, haben wir auch den Friedenswinter aufgerufen. Weil wir klar machen wollen, dass ein bisschen schlechtes Wetter kein Grund sein kann, dass wir nicht auf die Straße gehen in solchen Zeiten. Natürlich können wir jetzt nicht mehr stundenlang auf der Straße bleiben. Vielleicht verkürzen sich ein bisschen die Aktivitäten, dass wir nicht mehr bis nachts hier stehen bleiben. Aber es ist wirklich der Hammer. Es ist, habe ich gehört, die 39. Mahnwache, die in Berlin stattfindet. Leute, gebt euch selbst echt einen fetten Applaus, dass ihr standgehalten habt, dass ihr heute noch da seid. Ja? Das ist wirklich, ihr seid ein Symbol. Ihr seid ein Symbol in dieser Stadt, dass das, was an Kriegspolitik läuft, nicht ohne Protest, nicht ohne ein Nein einfach hingenommen wird. Lars hat es schon angesprochen, der nächste Samstag. Der nächste Samstag ist wirklich ein wichtiger Termin. Der 13. Dezember, das ist der Beginn von dem Friedenswinter. Das Friedenswinter, Lars hat es angesprochen, hier kommen wirklich viele verschiedene Organisationen zusammen, um gemeinsam die Friedensbewegung in der Bundesrepublik und auch in anderen Ländern stark zu machen und gemeinsam eine Stimme des Friedens auf die Straße zu bringen. Denn, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, bei all dem, was passiert ist, an Krieg und Kriegspolitik, ich meine, der Gauck, Lars hat darüber gesprochen. Stellt euch mal vor, der Bundespräsident von Bundesrepublik Deutschland hält eine Rede zum Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs am 1. September. Ein historisch wirklich wichtiges Datum. Ja? Als damals die Wehrmacht unter Hitler Polen angegriffen hat und dann Russland mit über 20 Millionen zivile Tote. Was macht er? Er spricht überhaupt nicht über irgendwelche russischen Opfern, Entschuldigung oder irgendwas. Nein, er hält eine aggressive Rede gegen Russland. Am 1. September in diesem Jahr. Da frage ich mich, was ist denn das für einer? Und dann werfen die der Friedensbewegung, die auf der Straße ist, weil irgendwer irgendwo irgendwas gesagt hat, das wären irgendwie Rechte. Also wenn jemand hier Geschichtsrelativierung macht, dann ist es der Herr Gauck. Es wäre seine Aufgabe gewesen, am 1. September vielleicht nach Moskau zu gehen und an die Knie zu gehen und sich zu entschuldigen für die 20 Millionen Opfer, die im Zweiten Weltkrieg dort Opfer geworden sind von der Politik, durch die Wehrmacht und durch die Nazis. Lass mich da gleich kurz einhaken, ja, weil wir bei Russland sind. Ich hoffe, ihr habt alle mitbekommen, was der amerikanische Kongress am 4.12. gemacht hat. Okay, es gibt drei Schritte in Amerika, die nötig sind, um Militär kriegerisch zu bewegen. Der amerikanische Kongress ist der erste nötige Schritt dazu. Und die haben in der Resolution, wer weiß es, 758, haben die Russland de facto in der ersten Stufe den Krieg erklärt. Na, das ist echt unglaublich. Googelt es auf dem Ron Paul Institut, das ist jetzt nicht irgendwie das Letzte, das ist unglaublich, was hier abgeht. Es ist also nicht so, dass wir nur wegen Herrn Gauck dahin gehen, sondern die Situation in Europa und auf der Welt, die muss Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende oder Millionen Menschen auf die Straße bringen, ganz Europa. Ja, du hast vollkommen recht, Lars. Das ist wirklich unglaublich, in welche Eskalationsspirale wir gerade reingeraten. Ja? Jetzt beschließt der amerikanische Kongress dies. Dann haben sie gerade begonnen,
die sogenannte NATO-Speerspitze Ost zu bilden. Das ist eine Sondereinheit der NATO-Truppen, der übrigens in Deutschland auch stationiert wird. Mehrere tausend Soldaten, die die Aufgabe haben, binnen wenige Tage in Osteuropa eingesetzt zu werden. Da fragt man sich, was ist denn hier los? In welcher Welt leben wir eigentlich? Ja? Und diese Spirale der Militarisierung und Eskalation wird nicht aufhören, solange wir nicht dafür sorgen, dass es aufhört. Und dass wir so viel auf die Straße gegangen sind, bringt auch was, Leute. Die ganze Hetze, die gegen Russland läuft, das klappt so nicht mehr. Die Menschen merken, dass da nicht was stimmt. Und jede Stimme auf der Straße macht allen anderen, die zweifeln, auch Mut, noch mehr zu zweifeln. Ja, zu sagen, wir geben viel, viel mehr Leuten Mut, nicht das alles zu glauben, was da erzählt wird. Und letzte Woche ist noch was Spannendes passiert. Da ist ein Aufruf gestartet worden von ganz hohen ehemaligen Politikern. Staatssekretäre aus der CDU, aus der SPD und sogar Antje Vollmer von den Grünen. Und zwar für eine neue Ostpolitik, ja, für Frieden mit Russland. Und das haben unterschrieben Leute wie Gerhard Schröder, Matthias Platzek, Mario Adorf, viele, viele Künstler, viele hohe Politiker. Das heißt, das zeigt, dass auch innerhalb der Eliten langsam ein Riss reinkommt. Und das ist ein wichtiger Moment für soziale Bewegungen. Wenn wir es schaffen, den Riss in der Eliten hinzukriegen, weil die merken, dass in der Bevölkerung das einfach so nicht mehr geht, dann sind wir gerade einen Schritt weiter gekommen. Das habt ihr hinbekommen. Das habt ihr mit den Mahnwachen hinbekommen. Es wird immer gesagt, wir haben nicht viel bewegt. Ich glaube, wir haben viel mehr bewegt, als sich der Einzelne vorstellen kann. In der Regierung, in den einzelnen Parteien, bis hin zu einer Zerreißprobe in den Linken. Weil die sich das nicht mehr gefallen lassen mit den eigenen Antideutschen, die da versuchen, die Partei zu übernehmen, zu spalten, wie auch immer man das nennen will. Und wir haben noch was ganz anderes erreicht, ihr Lieben. Es ist mir letztens aufgefallen, wie ich durch Facebook geguckt habe, keine Zeitung, keine Nachrichtensendung, keiner mehr kann auf Facebook irgendeine Scheiße posten, ohne dass da drunter von Hunderten die Wahrheit steht. Es ist unglaublich. Wir haben es geschafft, ihr habt es geschafft, dass es in der Bundesrepublik Deutschland wieder eine kritische Gegenöffentlichkeit gibt. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ja? Und das merken auch übrigens die Zeitungen und die Journalisten. Wir wissen, dass es ein NATO-Netzwerk in der deutschen Medienlandschaft gibt. Wir wissen, dass diese NATO-Netzwerke praktisch hegemonial waren in der Art der Berichterstattung. Aber wir merken, dass da auch gerade was aufbricht. Weil die Zeitungen und die merken auch, die können nicht einfach endlos, ja, gegen die Mehrheit der Bevölkerung schreiben. Und lustigerweise hat es letzte Woche zum ersten Mal auch in großen Zeitungen, Süddeutsche Zeitung, in die Zeit, Deutschlandfunk, sogar Tipp Berlin, angefangen über uns zu schreiben und sogar zu differenzieren. Ja? Das ist, glaube ich, auch eine neue Entwicklung, wo man merkt, dass die Stimme des Friedens sehr, sehr viel mehr breitere Schichten gerade erreicht als noch, und zwar unsere Stimme direkt die Bewegung der Mahnwachen wird viel mehr Leute erreichen als noch vor einem halben Jahr. Auch wenn natürlich wir jetzt nicht mehr mit Massen jede Woche in der Kälte auf der Straße sind. Aber allein die Standhaftigkeit, allein dass es nicht aufhört, das ist ein Fakt, an dem viele nicht mehr so vorbei können. Und wie gesagt, am kommenden Samstag passiert was Besonderes. Weil am kommenden Samstag wird eine neue Koalition des Friedens auf die Straße gehen. Eine Koalition, die es so nicht gab. Das ist eine Koalition in Berlin, die zu einer Demonstration aufruft. Von gestandenen Aktivisten, die seit 30, 40, teilweise 50 Jahren schon in der Friedensbewegung aktiv sind. Ich nenne mal den Namen Wolfgang Gerke, der hat gerade bei KenFM ein Interview gegeben. Der war mit 16 in den 50er Jahren schon in der verbotenen linken Gruppe und hat gegen den Kalten Krieg gearbeitet. Als er ganz jung war, in den 50er, 60er Jahren schon. Ja? Ich nenne den Namen von Laura von Wimmelsberg, die mit der Friedenskooperative Berlin zu dieser Demonstration aufrufen. Eine Dame, die schon seit ich weiß nicht wann in der Friedensbewegung aktiv ist. Elmar Altvater, eine der vielleicht wichtigsten marxistischen Professoren, der sehr, sehr fantastische Analysen auch über imperiale Politik entwickelt hat. Aber natürlich auch Leute wie Konstantin Wecker, wie Reinhard May,
Künstler auch, die sozusagen jetzt gemeinsam diesen Aufruf unterstützt haben, gesagt haben, es ist jetzt wirklich Zeit, auf die Straße zu gehen. Und im Friedenswinter kommen sehr, sehr viele Organisationen, gestandene Organisationen der Friedensbewegung, die vielleicht nicht mehr so mobilisierungsfähig waren, die nicht vielleicht nicht mehr so viele Leute angesprochen haben, die aber sehr, sehr viel Erfahrung haben. Von Pax Christi über Ärzte gegen Atomwaffen etc. etc. pp. Kommen zusammen mit einer neuen Generation, die ihr seid. Eine neue politische Generation der Friedensbewegung, die ihr darstellt. Wir kommen zusammen. Und das ist eine Mischung, die für die Kriegstreiber gefährlich ist. Das ist eine Mischung, an dem die Kriegstreiber in Zukunft nicht mehr vorbeikommen. Das ist die Mischung, das ist der Cocktail, den wir am Samstag mixen. Ein Cocktail für den Frieden. Ja. Und ja, der Konflikt ist sogar hier im Bundestag angekommen, über den Friedenswinter. Es zerreißt gerade auch die Partei Die Linke, wo eine klar friedenspolitische Partei, wo viele der Aktivisten dieser Partei auch gesagt haben, ja, es ist richtig, wir gehen mit dem Friedenswinter auf die Straße. Und da hat es uns nicht besonders überrascht, dass Teile dieser Partei, die Lars hat es gesagt, die in der Atlantikbrücke sitzen, die schon seit Jahren versuchen systematisch die Friedenspolitik dieser Partei aufzuweichen, langsam sie bereit zu machen für die Kriegspolitik, dass diese Teile uns jetzt anschießen. Meinen, wir wären eine reaktionäre Veranstaltung, wo ich mir denke, ja, wenn ich reaktionär bin, dann bist du, weiß ich nicht, UFO oder was, ja? Scheinbar sprechen sie sich auch ab mit anderen Mitgliedern der Atlantikbrücke. Katrin Göring-Eckardt, kennt ihr diese Frau? Ja? Sie hat jetzt in Deutschlandfunk, glaube ich, gesagt, dass am 13.12. eine fremdenfeindliche Menge auf die Straße kommt. Wo ich mir denke, welche Drogen nimmt sie denn, um solche Bilder zu sehen? Diese Drogen, die ich auch gerne habe für meine Partys. Das ist doch keine ernsthafte politische Auseinandersetzung. Es geht hier überhaupt nicht mehr um Fakten. Es geht überhaupt nicht mehr um Realität. Es geht um Brandmarkung. Es geht darum, Leute kaputt zu machen, die für Frieden auf die Straße gehen. Und ich kann euch empfehlen, schaut euch den Film Schuldig bei Verdacht an, mit Robert De Niro. Das endet an 50er Jahre, wo unter McCarthy in den USA jeder, der irgendwie kritisch war, gebrandmarkt wurde und zerstört wurde. Das versuchen sie mit der Friedensbewegten zu machen. Aber ich sag euch eins, die haben sich verzockt, die haben es schlecht getimt. Die Realität ist einfach so weit entfernt von dem, was sie erzählen, dass diese Erzählung, diese Hetze einfach nicht funktioniert. Und sogar das Gegenteil bewirkt. Es gibt so viele Leute, die mir uns anschreiben, sagen, ey, wenn die euch so anschreiben, dann macht ihr gerade was genau richtig. Ja? Wenn die euch so anschließen, dann kommen wir auch am Samstag mit euch auf die Straße. Ja? Wenn diese Atlantikbrücken-Netzwerke uns anschießen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich kann euch nur eins sagen, dieser Samstag ist so entscheidend. Bringt eure Freunde mit. Lasst Facebook glühen. Macht es überall bekannt. Jeder sollte noch 10 andere mitbringen. Macht, dass das Internet tanzt, dass jeder mitkriegt, dass diese 13.12. wir auf die Straße gehen, um eine neue Bewegung zu begründen, um eine neue außerparlamentarische Opposition zu bilden, an dem die Eliten keinen Spaß haben werden in den kommenden Jahren. Und eine letzte Sache, dieser Samstag ist wirklich ein spannender Tag. Es gibt einen Millionenmarsch an diesem Samstag in New York. Ihr habt mitbekommen, vielleicht in den Medien wird kaum darüber berichtet, in USA ist keine Ruhe mehr. Es gibt eine Massenbewegung gegen die rassistische Politik der Polizei dort, begonnen in Ferguson. Es hört aber gar nicht auf. Jeden Tag bringen die irgendwo irgendeinen Schwarzen um, weil er nur arm ist, weil er schlechte Klamotten hat. Alle wehren sich dort dagegen, gehen auf die Straße. Gestern Nacht die Universität von Berkeley, wo übrigens in den 60er Jahren die Anti-Vietnam-Bewegung ihre Hochburg hatte. Dort ist die militarisierte Polizei. Die sehen aus wie Empire-Soldaten bei Star Trek. Schaut euch die Bilder an bei Occupy Wall Street auf Facebook. Die sehen wirklich aus wie die Imperial Army. Die sind da rein und haben friedliche Demonstranten zusammengeschlagen. Da ist Blut geflossen in der Universität von Berkeley. Und wenn man die Bilder sieht, weiß man nicht, ist das 60er? Nein, es ist 2014. Und diese Leute gehen
auch am Samstag zu 10, vielleicht zu 100.000 in New York auf die Straße. Dieser Samstag wird Geschichte sein. Ihr seid mit dabei, bringt andere mit. Macht den Friedenswinter stark für eine friedliche Politik, für eine neue außerparlamentarische Opposition. Dankeschön. Bravo, sehr gut. Und bezieht Stellung gegen Rassismus. Seht dieses jedes Mal, wenn wir uns auf der Straße versammeln, als Stellung gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Das ist die Aussage von jedem Einzelnen, der auf diesen Mahnwachen steht. Genauso wie es auch Punkt am 13. sein muss. Gegen Rassismus und gegen Faschismus und für gerechte Aufnahme von Asylanten und Flüchtlingen. Das darf doch nicht in Frage gestellt werden. So rum. Versteht mich? Wer Bomben wirft, darf sich nicht über Flüchtlinge wundern. Das ist ein schöner Satz, den habe ich letztens erst gehört und der ist so wahr. Und die ganze westliche Welt wirft Bomben und beschwert sich über Flüchtlinge. Sag mal, geht's noch? Dann geht auf die Straße gegen die, die die Bomben werfen oder die, die die Bomben finanzieren. Aber doch nicht die armen Schweine, die darunter so zu leiden haben, dass unsere Gelder Bomben zahlen.